Hallo, ich bin Anna-Marie Spast und ich habe eine Krankheit. Ich sehe in allem das Gute. Hi! Also es hat ziemlich früh angefangen. Mit 7 sind meine Eltern gestorben. Dann habe ich gedacht, sturmfreie Bude! Vor ein paar Jahren ist dann der Rest meiner Verwandtschaft gestorben bei einem Schiffsunglück. Da habe ich erstmal fett geerbt. Dann dachte ich mir, neuer Name. Und dann habe ich mich erstmal von Müller auf Spast umnennen lassen. Es gab leider keine anderen Namen mehr, aber ich dachte nur Jackpot. Da ist das Wort Spaß doch schon drin. Spast. Spaß. Durch ihre Krankheit fällt es Anna-Marie schwer, Freundschaften zu halten. Also meine Freunde und Freundinnen sind mittlerweile auch richtig genervt, weil die sagen, hä, du musst jetzt auch mal den Ernst des Lebens sehen und spüren. Ernst? Das ist mein Nachbar. Guter Typ. Ich gucke auch Nachrichten und so. Ich sehe, was da so in der Welt passiert, zum Beispiel Fukushima. Genau bei sowas seht ihr dann, wir haben's gut. Genießt das Leben, Leute. Freude am Leben. Also beruflich arbeite ich in so einer Firma am Fließband. Ich muss natürlich nicht arbeiten, aber ich mache das, weil die Erfahrung kann ja nur gut sein. Jetzt treffen wir eine Arbeitskollegin von mir. Hallo. Selbst als ihre letzte Freundin Marita vom Seitensprung und der Flucht ihres Ehemannes erzählt, findet Anna-Marie aufmunternde Worte. Always look on the bright side of life. Anna-Marie, ich habe 2 Kinder mit dem. Jetzt hast du die für dich alleine. Ich habe meinem Vater das erzählt und der hat einen Herzinfarkt bekommen, ist gestorben. Aber den mochtest du doch sowieso nicht. Du hattest doch Probleme mit ihm, jetzt ist er weg, Problem ist gelöst. Ich kann das nicht ernst nehmen. Die meint das doch nicht so. Das kann doch nicht sein. Man ist doch traurig, wenn man einen Menschen verliert. Und das finde ich immer wieder gut, wie ich Leute überraschen kann. Man bleibt im Gespräch und die Leute sind verwirrt, aber irgendwie ist es auch gut. Man ist nicht langweilig. Ich glaube, du bist krank, Anna-Maria. Du musst dir echt Hilfe suchen. Um ihr zu helfen, schicken wir Anna-Marie für eine Woche in einen abgelegenen Wald. Ohne Handy, ohne Geld, nur mit ihrer Krankheit. Wieder was gelernt. Ich musste ganz anders leben. Schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte. Obwohl, wenn ihr in eurem Leben irgendwas habt, was euch irgendwie runterzieht oder irgendwas Schlimmes erlebt habt, dann nehmt es als Herausforderung, Leute. Schade, dass die Sendung ihr nicht helfen konnte.